Der liebe Gott hat mir die Musik auf meinen Weg gegeben. Egal, ob ich jetzt Cello spiele, Orgel spiele oder Klavier spiele. Ich habe mich immer nicht ausgeschlossen aus der Gesellschaft, weil ich mich unwohl gefühlt habe, sondern weil ich nicht gewusst habe, wie ich mit dem umgehen soll. Gell? Also man muss sich mal vorstellen, man steht binnen kürzester Zeit eigentlich vor dem Nix und dann auf der Straße, dass das zu einem immensen psychischen Druck führt, der sich dann wiederum in Form einer Depression oder ähnlichen Symptomen auch manifestieren kann. Das hängt auch mit meiner Kindheit zusammen. Ich habe etwas in mir getragen, also in dem Fall ist es ja psychisch und nicht physisch. Und ich bin es nicht losgeworden und habe mir nicht helfen lassen, beziehungsweise keiner konnte mir helfen. Und ich habe nur gewusst, irgendwann macht es mal bumm, großer Vulkanausbruch oder wie auch immer. Und dann fängt es bei Null an. Und so bin ich nach Graz gekommen. In der Notschlafstelle fangen wir eben die akute Wohnungsnot ab, sozusagen. Also wenn den Leuten das Dach über dem Kopf fehlt, dann können wir eben für einige Tage bis Wochen da aushelfen. Die Leute kommen abends um 18 Uhr zu uns und verlassen die Notschlafstelle am nächsten Tag um 8 Uhr früh wieder in Richtung Straße. Der liebe Gott hat mich hergeschickt, um dieses Null zu einem Eins zu bringen. Und Geld spielt in meinem Leben eine Rolle. Also ich brauche jetzt nicht einen Swimmingpool, eine große Villa oder eine Yacht, aber ich will wo anfangen. Da sind meine Kolleginnen und ich gewissermaßen Orientierungshilfe in einer Zeit, in der es schwer ist, sich sozusagen da auf beide Beine zu stellen. Wenn mich wer fragt, was ich vom Beruf bin, bin ich von Berufung als erster Mal Netzwerker. Also ich bin der Regisseur, wenn wir jetzt gerade dabei sind, in meinem Leben.